Dr. Waldmann? Dr. Waldmann, sind Sie verletzt? Er schafft's halt nicht. Komm ja schon. Oh Gott, glaubst du das? Hippo Rosenheim, Apparat Stockel, grüß Gott. Ja? Ein Jagdunfall. Aha. Und wo genau? Morgen, Herr Stadler, gut geschlafen? Bestens, Frau Hofer, und selber? Auch, Kaffee? Sehr gerne. Oh, das wird jetzt heute wieder ein Traum, direkt schon zum Abend. Ja, wir sind schon echte Glückspilze. Stockel, das höre ich schon am Leiden. Ja, was sag ich? Frau Stockel, guten Morgen. Herr Stadler, es gab ja der Leich. Gut, dann schießen Sie mal los. Ja, schießen ist ein gutes Stichwort. Und zwar Dr. Magnus Waldmann, der ist bei einem Jagdunfall erschossen worden. Die Kollegen sind schon informiert. Dr. Waldmann, Jagdunfall. Wo ist denn der Fundort? Das ist hinter Bad Aibling im Wald in der Nähe von der Tauberalm. Aber ich schicke Ihnen gleich einen Plan aufs Handy. Gut, bin schon unterwegs. Stadler, Ende. Stockel, Ende. So. Haben Sie gerade Dr. Waldmann gesagt? Ja, wieso? Das ist doch der Baulöwe. Kennen Sie den? Nur flüchtig, aber soweit ich weiß, hat er bei allen wichtigen Bauvorhaben der letzten Jahre immer seine Finger im Spiel gehabt. Jetzt nicht mehr. Ja? Herr Bach. Herr Bach, es geht um Folgendes. Ich stehe direkt vom Kommissariat. Ich bin gleich oben, ja? Dann. Oh, schon wieder Mailbox. Herr Huber, hier spricht nochmal Christian Bach. Ich warte immer noch sehnsüchtig auf den Mietvertrag für die Wohnung in der Wittelsbacher Straße. Sie wollten mir den Vertrag doch schon seit einer Woche zukommen lassen. Und die Schlüsselübergabe, die müssten wir heute auch noch machen. Melden Sie sich bitte bei mir so schnell wie möglich, ja? Wiederhören. Guten Morgen, Herr Bach. Morgen. Guten Morgen, die Damen. Was hat denn der mit der Pflanze vor? Der zieht doch heute um. Ah ja, richtig, das hat er ja gesagt. Herr Bach, heute ist ja Ihr großer Tag. Hä? Umzug? Ach ja. Was ist mit der Pflanze? Die kann doch schlecht die ganze Zeit im Auto bleiben. Heute Abend ist sie weg. Was gibt's denn? Ein Dr. Waldmann ist erschossen worden. Das wäre die Anfahrtskizze, der Herr Stadler schon unterwegs. Gut, ich mache mich gleich auf den Weg. Mhm. Ach ja, wegen der Wohnung. Falls sich ein gewisser Herr Huber meldet, rufen Sie mich bitte dringend an. Herr Huber ist der Makler. Hm? Darf ich ihm Ihre Nummer geben? Das ist nicht nötig, die hat er schon. Ach, wissen Sie was, Frau Stockel? Geben Sie ihm einfach meine Nummer nochmal. Nur zur Sicherheit. Hm? Ach, gut. Morgen, Herr Bach. Guten Morgen, Herr Stadler. Das ist schon ein großer Bahnhof. Frau Stockel meint, es gab einen Jagdunfall? Ja, also der Tote ist ein bekannter Bauunternehmer. Heißt es, also mehr weiß ich aber auch nicht. Sagen Sie mal, fahren Sie heute einen Wertstoffhof? Wieso? Ja, Sie haben tüchtig ausgemistet, das ganze Graffi im Auto. Nee, das sind die Sachen, die ich mit in die neue Wohnung nehme. Die neue Wohnung, richtig, Sie ziehen ja heute um, gell? Genau. Wo geht's jetzt zum Tatort? Ja, wissen Sie es auch nicht, aber ich denke mal da rum. Morgen, Herr Mohr. Guten Morgen, die Herren. Und, sind wir schon bereit für erste Erhellungen? Eine gewisse Bereitschaft lässt sich nicht mehr ableugnen, Herr Mohr. Unser Toter ist der Herr Dr. Magnus Waldmann. Er ist nur 62 Jahre alt geworden, aber er war Miteigentümer von der Firma Schlüwerbau in Rosenheim. Was baut die Schlüwerbau so? Ach, die bauen in erster Linie eigentlich Straßen und Brücken und Gehsteige und da vielleicht einmal einen großen Tunnel oder so. Aber auf jeden Fall öffentlicher Auftrag. Deswegen war er ja so gut vernetzt. Also der Terminkalender voll. Heute am Nachmittag hat er noch einen Termin bei seinem Anwalt, beim Herrn Dr. Perndorf, also Hederkopp. Rufen Sie doch da mal an und erkundigen sich, um was es da gehen sollte, ja? Ja, ist recht. Wunderbar, Herr Mohr. Sonst noch was? Ja, freilich. Er war Witwer. Aber er hatte eine ausgewachsene Tochter, die Veronika, 34 Jahre alt. Die ist auch Mitglied heute von der Jagdgesellschaft. Wissen wir denn auch schon, was die Tochter beruflich macht? Die Tochter, also die ist von Beruf hauptsächlich Tochter. Und wo ist die? Die habe ich heimgeschickt, die ist fertig mit der Welt. Die wohnt übrigens im Anwesen vom Herrn Papa. Wer waren da noch alle beteiligt bei dieser Jagd? Können wir gleich schauen, warte mal. Also, Dr. Magnus Waldmann, der ist tot.
Dann die Veronika. Ja, der Freund von der Veronika. Alwin von Pühlitz. Dann haben wir den Veranstalter von der Treiberei, das ist der Georg Niedermeier. Und dann haben wir noch den Kompagnon vom Herrn Waldmann, das ist der Herr Bernd Schlüter. Der Georg Niedermeier, sitzt er nicht im Stadtrat? Ja, freilich, schon eine ganze Ewigkeit. Der ist im Stadtrat auf die Welt gekommen. Weiß man denn auch, aus wessen Waffe sich der Schuss gelöst hat? Herr Stadler, das ist eine sehr gute Frage. Warum? Warum? Weil normalerweise meldet sich bei einem Jagdunfall immer der, der geschossen hat. Weil so ein Schuss, der löst sich ja also mehr so aus Versehen. Ja, und in unserem Fall? Sagen alle Beteiligten, dass der Schuss nicht von ihnen gekommen sein kann. Und hiermit ist die Jagd eröffnet. Hallöli. Nach Ihnen, meine Herren. Morgen, Frau May. Morgen, Herr Stadler. Morgen, Christian. Hm? Na, schon im Umzugsstress? So gut wie. Das Auto hat eine Rampe Graffi. Was haben wir denn hier? Dr. Waldmann wurde erschossen. Vermutlich aus dieser Richtung. Aha, und wieso sind Sie sich da so sicher? An dem Baum hier befindet sich ein Streifschuss. Ah, gleich vorweg eine Frage. Handelt es sich hier definitiv um Mord oder konnte es auch sein, dass das bloß ein tragischer Unfall war? Sie meinen fahrlässige Tötung? Zum Beispiel? Nein, das halte ich aufgrund der Umstände und der Wundmerkmale für unwahrscheinlich. Wieso das? Dr. Waldmann hatte sich hier hinter dem Baum postiert. Von da hinten hatte der Schütze ein sehr eingeschränktes Schussfeld. Und sehen Sie hier? So wie es aussieht, ist die Kugel an dieser Stelle in den Thorax eingetreten, hat die äußeren schrägen Brustmuskeln rupturiert und dann die rechte Herzkammer zerstört. Also mit anderen Worten, Volltreffer, Blattschuss mitten ins Herz. Sehr vereinfacht gesagt, ja. Ich will ja nicht spekulieren, aber kein sich zufällig lösender Schuss ist so präzise. Ja, die Sichtverhältnisse waren gut. Kein Nebel, keine Morgendämmerung. Haben wir Dings, Projektil, haben wir sowas? Die Leiche weist keine Austrittsspuren aus, somit muss sich das Projektil noch im Körper befinden. Ja, dann viel Spaß bei der Obduktion. Danke. Danke. Kripo Rosenheim, Apparat Stockel, grüß Gott. Herr Huber. Ja, der Herr Bach, der wartet schon sehnsüchtig auf Ihren Anruf, ja. Au. Oh. Ja, in dem Fall wäre es wohl besser, wenn Sie es ihm selber sagen, ja. Ja, gut, wiederhören. Frage, der Herr Niedermeier? Ja. Grüß Gott, Stadler, Kripo Rosenheim, das ist mein Kollege, der Herr Bach. Danke. Ja, schrecklich, das Ganze. Magnus, also, Dr. Waldmann war ein guter Freund von mir. Ich kann es überhaupt nicht glauben. Wir sind alle völlig durch den Wind. Ein schrecklicher Unfall. Also, ob das ein Unfall war, das muss ich erst noch herausstellen. Hm? Sie wollen mir doch nicht erzählen, dass jemand absichtlich auf Dr. Waldmann geschossen hat. Wir ermitteln routinemäßig erstmal in alle Richtungen. Wiedersehen. Wiedersehen. Tschüss. Haben Sie denn schon eine heiße Spur? Ja, also das wäre jetzt noch ein bisschen früh. Aber sagen Sie, Herr Niedermeier, als Jagdleiter sind ja Sie für die Sicherheit der Beteiligten verantwortlich. Ja, und ich habe diese Jagd streng nach Vorschrift organisiert. Jedem Jäger wurde ein Standplatz zugewiesen, der den anderen bekannt war. Ein Standplatz darf ohne eindeutiges Signal nicht verlassen werden. Herr Dr. Waldmann hat sich daran gehalten, hat ihm aber nichts genützt. Also, Entschuldigung. Entschuldigung. Frau Stocke, ich rufe Sie gleich zurück. Ja? Na, Herr Bach, hallo, Herr Bach. Hat der mir schon wieder aufgelegt. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, hat jeder der Beteiligten gewusst, wo sich der Dr. Waldmann aufgebaut hat. Ja, sicher. Ich habe die Standplätze sogar eigens auf einer Landkarte markiert, damit keine Missverständnisse aufkommen. Also das Wild sollte hier vom Norden her in Bewegung gebracht werden. Und der Stand von Dr. Waldmann ist da, links gleich neben seiner Tochter, der Veronika. Dann ist dieser tödliche Schuss wahrscheinlich von hier ausgeführt worden. Der Schlüter war am nächsten dran. Sagen Sie mal, von den anderen Jagdteilnehmern konnte einer seine Position aufgeben haben, um diesen Schuss von hier abzugeben. Ja, theoretisch schon, aber warum soll denn bitte einer von meiner Jagdgesellschaft an Dr. Waldmann da schießen? Fakt ist, es hat jemand da. Wie war eigentlich Ihr Verhältnis zum Opfer? Ja, so wie ich es Ihnen gesagt habe, wir waren gut befreundet. Und bei den anderen Jagdteilnehmern irgendwelche Animositäten? Nicht, dass ihr wisst. Ja? Da
Grüß Sie, Frau Stockel. Frau Hofer, grüß Sie. Geht's gut allerweil? Ja, kann nicht klagen. Dankeschön an Ihnen. Danke, wie immer. Sagen Sie, ist der Herr 80er da? Haben Sie einen Termin beim Herrn 80er? Nein, ich war noch gerade in der Nähe und wollte ihm schnell das Design für den neuen Flyer zeigen. Sie wissen schon, das Schubert-Konzert in der Musikakademie. Verstehe. Haben Sie noch Zeit auf einen Kaffee? Aber immer doch. Frau Hofer, haben Sie das mitgekriegt vom Herrn Bach? Na, was denn? Also der Herr Bach, der wollte doch umziehen. Aha, und? Und der Makler hat vergessen, ihn den Mietvertrag zu schicken. Und der Herr Bach hat vergessen, sich in Erinnerung zu rufen. Okay, wie kann einem denn sowas passieren? Ja, das ist typisch, Herr Bach. Naja, jedenfalls ist die Wohnung jetzt anderweitig vermietet. Au weh. Wann wollte der Bach denn umziehen? Heut. Oh, das ist aber sportlich. Ja, Moment. Herr Bach? Frau Stocke, entschuldigen Sie, dass ich Sie vorhin so abgewürgt habe. Warum geht's denn, hä? Herr Bach stellt seiner vor, Ihr Makler, der Herr Huber, hat angerufen. Ja, und? Ich soll Ihnen ausrichten, der Vertrag kommt nicht zustande, die Wohnung ist anderweitig vergeben. Sagen Sie das nochmal. Anderweitig vergeben. Das kann er doch nicht machen. Das ist aber so, und jetzt? Sie haben nicht zufälligerweise eine schöne Zwei-Zimmer-Wohnung, die Sie an einen soliden Beamten vermieten wollen? Ich? Sie machen einen Witz? Leider nein. Also gut, mir fällt was anderes ein. Aber Frau Stockel? Das bleibt unter uns. Selbstverständlich. Ich schweige wie ein Grab. Wiederhören. Wiederhören. Der hat ja Nerven. Ja, das können Sie laut sagen. Mei, zur Not muss er heute ins Hotel. Sie, das kann eng werden. Wir haben doch gerade Handwerksmesse. Handwerksmesse, Herrschaftszeiten. Hallo, Erde am Bach. Gibt's irgendwelche Probleme? Alles paletti. Gut. Als nächster die Vorstellung unterhalten wir uns mit dem Geschäftspartner von Waldmann, mit dem Herrn Dings, mit dem Schlüter. Gehen Sie ruhig schon mal vor, ich muss noch mal telefonieren. Mailbox. Herr Huber, Bach hier. Ich habe gerade gehört, dass ich die Wohnung in der Wittelsbacher Straße jetzt doch nicht bekommen soll. Sie haben mir die Wohnung verbindlich zugesichert. Ich will heute einziehen. Rufen Sie mich sofort zurück. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, perfekt. Kann genau so in den Druck gehen. Und nochmals vielen Dank, Frau Hofer, dass Sie sich immer so gewissenhaft um alles kümmern. Mach ich doch gern. Herein. Entschuldigung, ich möchte nicht lange stören, aber ich bräuchte noch ein paar Unterschriften. Ja. Ich wollte eh gerade gehen. Ja, Wiederschauen beinand. Wiederschauen, Frau Hofer. Wiederschauen. Ach, und wenn mir noch was für unseren Herrn Bach einfällt, melde ich mich, gell? Wieso? Was ist mit dem Herrn Bach? Frau Stockel? Der Herr Bach, der hat sie in eine ganz blöde Situation gebracht. Ja, Herr Schlüter, und Sie waren Geschäftspartner, sagen Sie, hä? Das ist korrekt. Dr. Waldmann und ich haben vor etwa 20 Jahren die Schlüverbau gemeinsam aufgebaut. Mhm. Das ist übrigens mein Kollege, der Herr Bach, der Herr Schlüter. Ja, Herr Schlüter, so ein großes Unternehmen gemeinsam führen, das ist doch bestimmt nicht immer einfach, hä? Wir haben uns gut ergänzt. Inwiefern? Der Dr. Waldmann ist für die Akquise und Kontaktpflege zuständig gewesen. Ich kümmere mich um das Alltagsgeschäft, Buchhaltung, Personal, Logistik. Sie würden also sagen, Sie hatten ein gutes Verhältnis? Eher ein höflich distanziertes. Aha. Am Dr. Waldmann ist der Erfolg irgendwann zu Kopf gestiegen. Er hat glaubt, alles, was wir gemeinsam erreicht haben, war einzig und allein auf seinem Mist gewachsen. Aber jetzt, wie glauben wir, sind Sie damit umgegangen? Ich habe ihn in seinem Glauben gelassen. Herr Schlüter, wo waren Sie denn, als der Schuss fiel? Auf meinem Platz da drum. Und haben Sie während der Jagd den Platz verlassen? Erst als ich gehört habe, dass es einen Unfall gegeben hat. Zeugen? Der Niedermeier Georg ist links von mir postiert gewesen. Wenn es einer bestätigen kann, dann er. Aber wir sind alle ziemlich weit auseinander gestanden. So, meine Herren, jetzt wissen wir's. Was denn? Wo gestanden ist der Schütze? Bitte mitkommen. Herr Schlüter, Sie bleiben da. Da hier oben ist er gestanden, der Schütze. Das sind mindestens 200 Meter. Eher 250 geht er so, hä? Also auf die Entfernung ist es echt eine Leistung, selbst mit Zielfernrohr. Das war ja ein super Schütze. Wir haben da herum nichts gefunden, nicht einmal ein paar Drohnen wissen. Gar nichts. Ich bin ja so blöd. Den Berndorf habe ich erreicht, den Anwalt vom Dr. Waldmann. Der Waldmann wollte heute sein Testament ändern. Stellt euch mal vor, der wollte die Veronika enterben und sein gesamtes Geld dem Jagdmuseum schenken. Warum?
Das hat er nicht gewusst, der Anwalt. Aber das Testament hätte heute Nachmittag rechtsgültig unterschrieben werden sollen. Und wie hoch ist das Vermögen von Herrn Dr. Waldmann? Oh, zweistelliger Millionenbetrag. Ja. Das ist ein Motiv. Ich würde sagen, wir reden jetzt einmal mit der Tochter. Ja. Das heißt, der Herr Bach hat sich zu spät um den Mietvertrag seiner neuen Wohnung gekümmert und sitzt jetzt auf der Straße, oder was? Schaut ganz so aus. Sauber. Naja, wir können den guten Mann ja wohl kaum auf der Parkbank übernachten lassen. Mei, vielleicht hat er einen Freund, wo er unterkommen kann. Ja, vielleicht aber auch nicht. Na. Erkundigen Sie sich auf jeden Fall nach einem Pensionszimmer für ihn. Nur für alle Fälle. Ja, 80er, das ist ganz schwierig. In Rosenheim ist Handwerksmesse. Ja, ich weiß. Versuchen Sie es trotzdem. Noch was. Ich könnte mir vorstellen, dass es dem Herrn Bach ein bisschen peinlich ist. Hängen wir es also nicht an die große Glocke. Es reicht schon, wenn die Frau Hofer Bescheid weiß. Herr Huber, rufen Sie mich bitte mal endlich zurück, ja? Bescheidene Frage, hätten wir es dann, ja? Ich komme ja schon. Ja, mit wem telefonieren Sie denn so dauernd? Es geht um meine neue Wohnung wegen der Schlüsselübergabe. Ist aber nicht so wichtig. Ein schöner Wagen ist das. Ja, war bestimmt nicht billig. Ja, bitte? Grüß Gott, Stadler, Grippe Rosenheim, das ist mein Kollege, der Herr Bach. Wir möchten zur Veronika Waldmann. Wenn Sie mir bitte folgen möchten. Bitte schön. Die Herren Kommissare, Ihre Kollegen von der Spurensicherung haben schon das halbe Arbeitszimmer mitgenommen. Alwin von Pölitz. Stadler, grüß Gott, das ist mein Kollege, der Herr Bach. Erstmal mein herzliches Beileid. Danke. Fühlen Sie sich stark genug, uns ein paar Fragen zu beantworten? Gut. Haben Sie während der Jagd den Ihnen zugewiesenen Platz aufgegeben? Das hat Froni doch schon alles Ihrem Kollegen erzählt. Das würden wir aber gerne noch mal von ihm persönlich hören. Nein, ich bin die ganze Zeit an meinem Platz geblieben. Und Sie, Herr Pölitz? Von Pölitz. Ich habe mich ebenfalls nicht vom Fleck bewegt. Ja, bist du deppert. Hat das Ihr Vater geschossen? Jagen war seine große Leidenschaft. Südafrika, Simbabwe, Botswana. Wir waren praktisch schon überall. Ihr Vater war ja ein wohlhabender Mann. Wussten Sie, dass er Sie enterben wollte? Davon hören wir heute zum ersten Mal. Er hätte heute Nachmittag einen Termin mit seinem Anwalt gehabt, um die Unterschrift zu leisten. Hatte er denn einen Grund, Sie zu enterben? Gab es einen Streit? Nein, wir haben uns eigentlich immer gut verstanden. Was heißt eigentlich? In letzter Zeit gab es ein paar Probleme. Wollen Sie nicht rangehen? Frau Krasecker, Sie sehen doch, ich bin gerade beschäftigt. Krasecker, grüß Gott. Ah, Frau May. Ja, entweder es ist bei der Frau Stockel besetzt oder sie hat ihr Telefon auf uns umgeschaltet. Ja, richtig aus. Gut, wiederhören. Wenn die Herrn Stadler und Bach zurück sind, sollen Sie bitte in die Pathologie kommen. Ja. Mein Vater war mächtig stolz darauf, dass er sich von allein hochgearbeitet hat. Ich denke, er konnte nicht damit umgehen, dass Alwin adlig ist. Und deshalb wollte er Sie gleich enterben? Weil er mit Ihrer Partnerwahl nicht einverstanden war? Wir wollten heiraten. Sie müssen wissen, mein Vater ist, war sehr dominant. Wenn man mal nicht nach seiner Pfeife getanzt hat, dann bekam man das schnell zu spüren. Vielleicht hat es ja auch damit zu tun, dass Froni mir finanziell unter die Arme gegriffen hat. Für welche Summe reden wir jetzt da? Ja, ein paar tausend Euro, nicht der Rede wert. Für was haben Sie das Geld gebracht? Ein kleines Problem mit dem Cashflow. Ich verwalte die Liegenschaften meiner Familie. Da ist es nicht immer leicht, kurzfristig Liquidität zu erzeugen. Ich nehme an, das Geld, was Sie Herrn von Pölitz gegeben haben, stammt von Ihrem Vater. Natürlich. Er hatte ja mehr als genug davon. Jetzt sind Sie dran, Frau Lange. Kommissariat Rosenheim, Lange am Apparat. Die Frau Stockel? Nee, bei der ist gerade besetzt. Darf ich was ausrichten? Ja. Ja, ich sag's ihr. Wiederhören. Was machen die denn da oben? Also, ich gehe jetzt einmal auf und schau, was da los ist.
Kommissariat Rosenheim, Langham, aber die Frau Stockel. Nee, bei der ist gerade besetzt. Ja, hat man schon gedacht, dass bei Ihnen alles belegt ist. Ja, ja, weil schon bei Messe ist. Gut, kann man nichts machen. Danke, wiederhören. Ja? Frau Grasecker, was kann ich für Sie tun? Frau Stockel, ich wollte mal fragen, was bei euch da heroben so alles los ist. Alle Ihre Anrufe landen bei uns drunten. Frau Grasecker, es tut mir total leid. Ich habe mir auch nicht gedacht, dass es doch so schwierig wird, in Rosenheim gerade ein Zimmer zu finden. Brauchen Sie ein Zimmer? Kriegen Sie einen Besuch? Na, ich nicht. Aber Sie dürfen es nicht weitererzählen. Okay, Frau Stockel. Folgendes, der Herr Bach, der wollte eigentlich halt umziehen. Da ist aber was schiefgelaufen mit seinem Mietvertrag. Dann hat der Makler jemand anders genommen. Der Herr Bach ist aber in der Zwischenzeit aus seiner alten Wohnung schon ausgezogen. Jetzt soll ich für ihn eine Unterkunft finden. Was momentan wahnsinnig schwierig ist, weil ja gerade Handwerksmesse ist in Rosenheim. Haben Sie es schon mal im Umland probiert? Frau Grasecker, das ist doch genauso schwierig. Vielleicht kann die Frau Lange nur ein bisschen im Internet recherchieren, weil Sie müssen ja auch Ihre Arbeit machen. Gell, Frau Stockel? Ja, das stimmt. Also, ich denke, wir sollten unbedingt überprüfen, wie viel Geld wirklich an den von Pülitz geflossen ist und wie es um seine Finanzen sonst noch steht. Aber eins interessiert mich noch. Was denn? Ob die Tochter wirklich nicht gewusst hat, dass sie enterbt werden sollte. Sie meinen, die Veronika Waldmann hat ihren Vater erschossen, bevor die erst Testament hat unterschreiben können. Sollten wir zumindest nicht außer Acht lassen. Ein Zimmer. Aber der Herr Bach zieht doch heute in seine neue Wohnung. Eben nicht. Er hat's vermasselt. Ist nicht Ihr Ernst, oder? Doch. Ah, Herr Bach, Herr Stadler, die Frau May hat angerufen, Sie sollen bitte in die Pathologie kommen. Vielen Dank, Frau Grasecker, gehen wir gleich runter. Herr Bach, das wird schon wieder. Ja. Das ist das Projektil, mit dem Dr. Waldmann erschossen wurde. Kaliber 7,57. Recht beliebt unter Jägern. Tatwaffe war demnach ein Jagdgewehr, vermutlich mit Zielfernrohr. Passt die Kugel zu einer der beschlagnahmten Waffen? Leider nicht. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Ich denke, Sie sollten weiterhin nach der Tatwaffe suchen. Ja, vielen Dank für den Tipp, Frau May. Was macht eigentlich dein Umzug? Alles unter Dach und Fach? Ja, so gut wie. Sag Bescheid, wenn deine Einweihungsparty steigt. Ich bringe was zu trinken mit. Ich sag Bescheid. Bitte schön. Tschüss. Gehen Sie ruhig schon mal vor, ich habe da noch was zu erledigen. Ja gut, dann trinke ich heute dabei einen Kaffee. Hallo Bernd. Ich habe da mal... Kann ich spontan für ein paar Nächte bei euch unterkommen? Die Schwiegereltern. Ja? Ah, willkommen zurück. Auch einen Kaffee? Unbedingt. Herr Bach, ich bin da auf was gekommen. Der Täter muss eine zweite Waffe am Tatort platziert haben. Bitteschön. Danke. Er hat seinen Standplatz verlassen, hat das zweite Gewehr aus dem Versteck geholt, geht auf den Hügel und... Peng. Wo ist die Waffe jetzt? Es haben doch alle übereinstimmend ausgesagt, dass niemand den Tatort verlassen hat. Also muss der Täter nach dem tödlichen Schuss die Waffe dort irgendwo verschwinden haben lassen. Dann hätten die Kollegen was finden müssen. Wir haben das Gebiet gründlich nach Spuren abgesucht. Ja, aber vielleicht nicht weiträumig genug. Da ist die Stockel. Da ist die Michi. Ich bin so froh, dass ihr da seid. Ich habe die ganzen Unterlagen dabei von der Schlüverbau. Hat die Befragung der Mitarbeiter was ergeben? Ja, nein. Herr Mohr, einen Kaffee? Bitte. Wenn Sie dann den Kaffee getrunken haben, lassen Sie doch noch mal den Tatort weiträumig nach der Tatwaffe absuchen. Wir suchen nach einem Jagdgewehr mit Zielfernrohr. Vielleicht in einem Baumstumpf im Unterholz oder so. Danke. Also das heißt jetzt jeden Stein einzeln und so? So ist es. Ja, ist es. Und überprüfen Sie bitte, wer von der Jagdgesellschaft noch andere Waffen hat und ob zufälligerweise eine fehlt. Ja, ist es. Sonst noch was? Schmachspuren? Na. Sonst noch was? Das war's. Vierte Stufe. Schauen Sie alle Aufträge, die die Stadt in den letzten Jahren vergeben hat, gingen über den Schreibtisch von Stadtrat Niedermeyer. Und landen prompt alle bei seinem alten Spezien Dr. Waldmann. Also das stinkt doch zum Himmel. Allerdings. Man sollte auch mal überprüfen, ob es bei den Ausschreibungen immer mit rechten Dingen zugegangen ist. Naja, das war nicht das erste Mal, dass in der Baupreis geschmiert wird. Das wäre doch was für unsere Frau Stockel, ne? Ja, Frau
Frau Stockel, zwei Bitten. Erkundigen Sie sich bitte, ob es in Verbindung mit den Ausschreibungen für die städtischen Bauprojekte zu irgendwelchen Unregelmäßigkeiten gekommen ist. Und bestellen Sie bitte Herrn Schlüter ein. Wir hätten da noch was zu klären. Das mache ich. Danke. Ach ja, und wegen meiner Wohnungssituation. Könnten Sie sich vielleicht um ein Pensionszimmer kümmern? Nur für den Fall der Fälle. Und das hat mir der Herr 80er auch schon gebeten. Ich dachte, Sie können schweigen wie ein Grab. Also in dem Fall kann ich nichts dafür. Die Frau Hofer hat Sie verplappert. Schwarze Kassen? Brauchen wir nicht. Wozu denn? Die Firma läuft gut. Unser Kontakt zur Stadt ist glänzend. Genau, die Kontakte zur Stadt. Sie haben komischerweise immer nur mit dem Herrn Niedermeyer verhandelt. Ich habe überhaupt nie verhandelt. Das war Dr. Waldmanns Part. Und da hat sich nie einer Ihrer Konkurrenten beschwert, dass er nicht zum Zug gekommen ist? Nicht, dass ihr wüsst. Hier vor Ort kann uns eh keiner das Wasser reichen. Und dass immer nur Sie die Zuschläge gekriegt haben, das hat sich nicht gewundert. Wir haben uns immer strikt an die Vorgaben der Ausschreibungen gehalten und eben gute und konkurrenzfähige Angebote abgeben. Oder jemand anders hat ein bisschen nachgeholfen. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, dann darf ich jetzt gern gehen. Moment mal, eine Frage hätte ich noch. Hat der Dr. Waldmann Ihnen gegenüber mal erwähnt, dass er seine Tochter enterben wollte? Direkt erwähnt hat er es nicht. Aber? Gestern Abend, sie wollte gerade Feierabend machen, da ist Froni plötzlich in der Firma auftaucht und hat gemeint, dass sie unbedingt mit ihrem Vater reden muss. Die beiden haben sich dann in Dr. Waldmanns Büro zurückgezogen. Und Sie haben nicht zufälligerweise mitbekommen, was die beiden gesprochen haben? Das war kaum zu vermeiden, so laut, wie die beiden miteinander geredet haben. Froni hatte offenbar einen Testamentsentwurf gefunden und hat dann ihren Vater angefleht, sie nicht zu enterben. Sie sei die einzige Tochter. Das kann er doch nicht machen, sowas in der Art. Vielen Dank, Herr Schlüter, das war's dann fürs Erste. Sie halten sich bitte weiter zur Verfügung, ja? Gern. Wiedersehen. 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 Und was sagst du? Wenn das wirklich stimmt, was er sagt, dann wusste Veronika Waldmann von ihrer geplanten Enterbung. Und hat uns ohne mit der Wimper zu zucken angelogen. Und was das Geld von Herrn von Pöhlitz angeht? Es waren mehr als 40.000 Euro. Das ist interessant. Aber wissen Sie, was ich noch interessanter finde? Was wirklich los war bei der Auftragsvergabe mit Schlüberbau? Wir müssen unbedingt noch mit dem Niedermeyer reden. Frau Stockel? Ja. Also das war das einzige Zimmer, was ich für heute Nacht finden konnte. Sie wissen schon, wegen dem Herrn Bach. Die Kaisersuite im Hotel Ludwig. Die kostet ja Vermögen. Ja, alles andere war ausgebucht. Ich habe wirklich alles versucht. Ja, danke. Ich kann den Herrn Niedermeyer nicht erreichen. Dann soll ich den Stockel für morgen einbestellen. Aber als Erstes knüpfen wir uns morgen die Veronika Waldmann vor. Und jetzt machen wir Feierabend. Gehen Sie ruhig schon, ich will die Papiere noch durchsehen. Echt? Ja, wenn Sie unbedingt meinen, bitte. Sagen Sie mal, Sie wollten doch heute umziehen. Ist das nicht jetzt schon ein bisschen spät dafür? Ach, ich habe da nicht so viel Zeug, das schaffe ich schon. Aha, gut. Vergessen Sie Ihre grüne Dingsplatz hier nicht. Ja? Schönen Abend. Ihnen auch. Herr Bach, es tut mir leid, es ist alles ausgebucht in Rosenheim, bis auf das hier. 500 Euro. Was anderes gibt's nicht. Ja, danke. Guten Abend, Herr Stadler. So, Frau Hofer. Sie kommen gerade recht. Brotzeit ist fertig. Ja, das nenne ich mal ein Timing. Sagen Sie, was macht denn eigentlich der Herr Bach heute Abend? Hat der eine Übernachtungsmöglichkeit gefunden? Ja, man denkt, der zieht heute um. Der hat das ganze Grafische im Auto. Mei, Sie leben aber auch hinterm Mond. Das mit der Wohnung hat Sie doch zerschlagen. Was? Wie das? Er hat sich anscheinend nicht rechtzeitig um seinen Mietvertrag gekümmert, hat der Makler die Wohnung anderweitig vergeben. Ja, vielleicht ist er bei einem Freund untergekommen. Oder er sucht sich gerade eine kuschelige Parkbank. Mahlzeit. Ja? Herr Bach, Sie sind ja noch da, ganz allein. Ich will noch schnell die Unterlagen durchsehen für unseren aktuellen Fall. Ah ja, der
Mord an Dr. Waldmann, richtig? Richtig. Wollen Sie nicht langsam Feierabend machen? Passt schon, Herr 80er. Das mit Ihrer Unterkunft hat sich geklärt, oder? Alles in Butter, vielen Dank. Schönen Abend noch. Ihnen auch, alles Gute. Schönen Feierabend. Schönen Feierabend. Dann weißt du also gar nicht, wo du heute Abend hinsetzt. Was ist mit Freunden? Entweder sind die Schwiegereltern zu Besuch oder das Kind zahnt. Dir ist also nicht aufgefallen, dass dein Mietvertrag die letzten Wochen nicht gekommen ist? Ich hatte halt viel zu tun. Mach dir nichts. Ein fester Wohnsitz wird ja völlig überbewertet. So ausgerechnet jetzt diese doofe Handwerkermesse sein muss. Ja, was willst du jetzt machen? Im Hotel Ludwig wäre noch die Kaisersuite zu haben. Schnäppchen, 500 Euro die Nacht. Und was machst du dann noch hier? Da gibt's bestimmt super Wellness. Das Zimmer hat sogar einen eigenen Whirlpool. Und bei dem Preis gibt's bestimmt auch einen lecker Obstteller. Danke, den brauche ich nicht. Hast du vielleicht noch eine Idee, wo ich unterkommen kann? Lass mich mal überlegen. Frau May, Sie haben eine große Wohnung. Ach ja? Vierzehn Tage, kein Tag länger. Du hast mein Wort. Und dein Grünzeug kriegt dir kein Asyl. Ach, komm schon. Schuhe ausziehen. Okay. Nichts draufstellen, ist lackiert. Entschuldigung. Nee, nee, das geht dich gar nichts an. Hier ist das Bad, Küche, da schlaf ich. Und hier ist das Wohnzimmer, da schläfst du. Brauchst du ein Handtuch? Hab ich dabei. Sandra, vielen Dank nochmal, dass du mich so spontan bei dir aufnimmst. Ich gehe morgens immer um 6:30 ins Bad. Es ist also das Beste, wenn du vor mir duschen gehst. Und die Duschwand danach immer mit dem Fensterabzieher abtrocknen, ja? Trinkst du morgens auch gern grünen Tee? Kaffee, sonst geht bei mir gar nichts. Ja, Pech. Ich habe gar keine Kaffeemaschine. Also dann, gute Nacht. Gute Nacht? Warum denn jetzt schon? Ich brauche meine 9 Stunden Schlaf, sonst bin ich unausstehlich. Mach den Fernseher aus! Pinglige Pathologin. Morgen, Frau Stockel, gibt's schon Kaffee? Guten Morgen, Herr Stadler. Ist gerade frisch durchgelaufen. Auf Sie ist er einfach Verlass. Sagen Sie mal, stimmt das mit dem Bach? Frau Hofer hat mir gesagt, dass der in seinem Umzug geplatzt ist. Naja, der hat sich zu spät um seinen Mietvertrag gekümmert und dann hat der Makler die Wohnung wem anderen gegeben. Ja, und wo hat er jetzt geschlafen? Naja, also das einzige Zimmer, das noch frei war, war die Kaisersuite im König Ludwig. Aber da kostet die Nacht 500 Euro. Fünf? Ja, na, ist er wenigstens wach gelegen. Ja, so kann man das auch nennen. Aber jetzt was anders, Herr Stadler. Ich bin einmal die finanziellen Unterlagen von dem von Pölitz durchgegangen. Der größte Posten ist ein Schloss, seit 1798 in Familienbesitz, scheint aber sehr marode zu sein. Mein Stockel. Guten Morgen, wie? Lieber Herr Stadler, sind Sie bereits aufnahmefähig? Geht so. Warum? Die Kollegen von der Spurse haben die Tatwaffe entdeckt. Ein modifiziertes Repetiergewehr versenkt in einem Original-Chiemgauer Tüpel. Inwiefern modifiziert? Ja, passen Sie auf. So ein Gewehr hat einen Klappmechanismus im Schaft. Dadurch kann man es kleiner machen und der Wilderer kann es dann besser verstecken. Und so schaut das Ganze aus.
Ah, vierte Gott, das ist mit Sicherheit nicht registriert. Ja, also ich habe das ganze nationale Waffenregister durchforstet, aber da war nichts. Danke, Herr Mohr. Fingerabdrücke? Aber der Fonsi ist dran. Und wo ist jetzt der Herr Bach? Wo willst du damit hin? Die wollte ich bei dir zwischenlagern. Vergiss es, meine Wohnung ist doch keine Rumpelkammer. Das sind ja nur ein paar Kisten und im Flur ist ja noch jede Menge Platz. Ja, okay, war ja nur eine Idee. Wenn wir gleich zur Arbeit kommen, dann gehe ich zuerst rein. Oder willst du? Hä, was? Wenn wir da zusammen aufkreuzen. Ich will nicht, dass die Kollegen einen falschen Eindruck. Also vor allem die Damen vom Empfang, du weißt ja, wie die sind. Ja, allerdings, ja. Der Bach und die Mai. Dim, dim, didi, dim, dim, didi. Ja, okay, du gehst vor. Damit eins klar ist, ja? Das hier, das bleibt unter uns. Kannst dich auf mich verlassen, 100 pro. Was mache ich jetzt mit den Kisten? Keine Ahnung, wieder zurück da rein? Morgen, Frau May. Gut geschlafen? Morgen, Frau May. Morgen, die Damen. Standen Sie im Stau? Wieso fragen Sie? Sie sind doch sonst immer so pünktlich. Ja, Stau. Genau, ja. Die ist aber halt kurz angebunden. May. Morgen, die Damen. Morgen, Herr Bach. Das Pflanzerl hat er doch gestern schon dabei gehabt. Vielleicht ein neuer Glücksbringer. Kann auch sein. Ja. Guten Morgen, Frau Stocke. Herr Stadler schon? Ja. Guten Morgen, ja, schon eine ganze Weile. Und der Herr Niedermeyer? Der kommt später. Frau Stocke, ich hätte mal eine ganz große Bitte. Könnten Sie sich vielleicht um meine Pflanze kümmern, nur bis ich eine neue Bleibe gefunden habe? Ach so, die können Sie ja nicht mit ins Hotel nehmen, gell? Jetzt brauche ich erstmal einen ordentlichen Kaffee. Gab's im Hotel, Ludwig, keinen Kaffee? Ich war dann doch nicht im Hotel. Ich konnte bei einem Kumpel schlafen. Und was sind jetzt Ihre Pläne? In der nächsten Zeit kann ich erstmal noch bei meinem Freund bleiben, ist kein Problem. Und der mag keine Pflanzen? Ja, so ist er. Guten Morgen, Herr Stadler. Ja, der Herr Bach. Ich hab gehört, dass Sie Herr kaiserlich genächtigt haben. Ich habe zum Glück beim Freund schlafen können, auf der Couch. Ja, vermutlich nicht ganz so bequem, aber schon in der für einen Geldbeutel. Sie brauchen sich jetzt da gar nicht so häuslich niederlassen. Warum? Ja, wir fahren jetzt zu Veronika Waldmann. Auf geht's. So, Dala. Grüß Gott, mein Hand. Frau Waldmann, wir hätten noch ein paar Fragen an Sie. Bitte setzen Sie sich doch. Tee, Croissants. Nein, danke. Brauchen Sie mich noch? Nein, danke, Anni. Frau Waldmann, wir haben gehört, dass Sie vorgestern Abend bei Ihrem Vater im Büro waren und ihn angefleht haben, dass er Sie nicht enterbt. Ja, ich weiß, es war dumm von mir. Aber ich konnte doch nicht einfach zusehen, wie mein Vater sein ganzes Geld irgendeinem drittklassigen Museum hinterlässt. Und dann haben Sie einfach kurz einen Prozess gemacht. Das ist eine bösartige Unterstellung. Veronika hätte Ihrem Vater nie ein Haar gekrümmt. Ich hätte ihn bestimmt noch umstimmen können. Über kurz oder lang konnte er mir nichts abschlagen. Frage, haben Sie da dieses Gewehr schon gesehen? Ja, mein Vater hat mal so eins von einer Safari mitgebracht. Diese Waffe ist nicht registriert und bei der Überprüfung war der Waffenschrank Ihres Vaters vollständig. Mein Vater hat noch einen zweiten Waffenschrank, unten im Keller. Wir können gleich mal schauen. Also, die Veronika Waldmann war ganz schön perplex, wie es gesehen hat, dass die illegale Waffe von ihrem Vater fällt. Ich hatte den Eindruck, sie war ehrlich überrascht. Wir müssen jetzt bloß noch herausfinden, wer alles von diesem zweiten Gewehr gewusst hat. Hm? Ah, Herr Bach, gut, dass Sie da sind. Ich bräuchte bitte eine aktuelle Adresse für die Unterlagen. Festnetznummer weiß ich gerade nicht, aber Sie erreichen mich eh am besten auf meinem Handy. Und wie ist der Name von Ihrem Freund? Bach reicht, ich klebe heute noch ein Schild am Briefkasten. Gut, wie Sie meinen. Lieber Herr Stadler, lieber Herr Bach, herzliche Grüße aus der KTU. Folgendes. Auf dem Gewehr selber haben wir keine Fingerabdrücke gefunden. Aber im Lauf von diesem Gewehr, da ist eine Patrone drin gesteckt. Und auf dieser Patrone sind killerweise Fingerabdrücke.
Und die konnten zugeordnet werden. Na, freilich, einer von der Jagdgesellschaft. Halleli, geh mal. Theresienstraße Nummer 4. Das kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Theresienstraße Nummer 4. Hab ich's doch gewusst. Der wohnt bei der Mai. Schauen Sie mal, dieses Gewehr ist die Tatwaffe. Und das haben wir in einem Teich in der Nähe des Tatorts gefunden. Und im Lauf von dem Gewehr haben wir eine zweite Patrone gefunden. Und auf der Patrone waren Ihre Fingerabdrücke. Sie haben sich jahrelang von der Veronika Waldmann durchfüttern lassen. Und zwar mit dem Geld von ihrem Vater. Vermutlich hatte Dr. Waldmann die Hoffnung, dass seine Tochter noch zur Vernunft kommt. Aber dann hat sie ihm mitgeteilt, dass sie beide heiraten wollen. Und weil er ja gewusst hat, dass es ihnen nicht um seine Tochter, sondern vielmehr um sein Geld geht, musste er die Notbremse ziehen und wollte seine Tochter enterben. Das mussten sie verhindern. Das Schloss meiner Familie. Ich hätte es nicht länger halten können. Ich wäre ruiniert gewesen. Sie wussten von dem zweiten Waffenschrank, von dem Gewehr, das nicht registriert war? Er hat in Afrika Leoparden geschossen und war auch noch stolz darauf. Und mich hat er einen Schmarotzer genannt. Ich würde nichts allein auf die Reihe kriegen. Also mir wäre an der Stelle auch nichts Schmeichelhafteres eingefallen. Zusammenfassend, Sie haben diese Waffe im Wald in der Nähe des Tatorts versteckt und haben ihn dann damit eiskalt ermordet. Was hätte ich denn sonst tun sollen? Tatenlos zusehen, wie das Stammhaus der von Pöhlitz untergeht. Apropos Untergang. Herr von Pöhlitz, Sie sind vorläufig festgenommen, weil Sie im dringenden Tatverdacht stehen, Dr. Magnus Waldmann ermordet zu haben. Bitte. Dann kommen Sie einmal mit. Also jetzt einmal rein immobilientechnisch betrachtet, dieses Schloss wäre mit Sicherheit günstig zu haben. Hm. Schloss ist nicht so meins. Aber irgendwie hätte ich jetzt Lust auf einen Jägerschnitzel. Ja.